Hallöchen und ein schwitziges Willkommen zurück zu World of Warcraft Shadowlands mit Salome. Hi. Hier mitten im Sommer bei 32 Grad und genau. Ich bin nur noch eine Pfütze, die aus Fett und einer Hand zum Spielen besteht. Naja, ich zwei, oder? Naja, theoretisch gesehen kann ich das Ganze auch mit einer Hand spielen. Mit einer Hand spielen. Ist nur nicht ganz so effektiv. Okay. Aber ich kann es auch nur mit der Maus spielen. Nicht nett. So, das weitere Vorgehen. Ihr seid zurückgekehrt, Schlundgängerin. Welche Neuigkeiten habt ihr für mich? Ihr habt begonnen. Nein, das Risiko ist zu groß, Uta. Wir werden nicht noch einmal verraten. Dafür sorge ich. Ich werde dem Primus eure Entdeckungen melden. Sein Wissen wird uns weiterhelfen. Ja, im Übrigen haben wir hier wieder doch die neue Weekly, viel zu tun. Die wir mitnehmen. Erforscht dieses Land weiter. Alles, was ihr an Informationen findet, kann uns gegen den Kerkermeister helfen. Und ich werde das Verschachtelte Muster nicht vorlesen, weil ich glaube, das habe ich schon mal. Weil wir haben diese Quest ja schon mal gemacht. Die gibt es jede Woche. Oh. Ja, die braucht man nicht vorlesen, die kannst du einfach so mitnehmen. Ach, warte, habe ich nicht gemacht. So, jetzt so, ja. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die uns Aufschluss über die Methoden des Kerkermeisters geben sollten. Glaube und Erkenntnis könnten uns zu wahrer Gerechtigkeit führen. Wir haben viel zu besprechen. Erzählt mir, was geschehen ist. Sylvanas Seele ist zersplittert. Seit dem Moment ihres Todes bis jetzt. Verbrennt ihn! Das war ihre Heimat. Und du hast sie alle umgebracht. Wie konntest du all diese Unschuldigen ermorden? Das hier ging hinaus über Leben und Tod. Es gab keinen anderen Weg zu wahrer Freiheit. Warum kannst du das nicht sehen? Ich sehe, was du bist. Mörderin, Monster, Bestie. Warum kann ich dieser Folter nicht entkommen? Der Kerkermeister hat ihr Band getrennt und sie dazu verdammt, endlos ihre Gräueltaten zu durchleben. Solange ihre Seele gespalten ist, erwacht sie nicht. Vielleicht ist es so besser. Sie allein weiß, was der Kerkermeister plant und wie wir Anduin retten können. Sie war es, die ihn uns genommen hat. Jaina hat recht. Wie könnten wir ihr je trauen? Ihre Wunde ist so viel tiefer als meine. Ich grüße euch, Waldläufer-Generalin. Wo sind wir? Wer seid ihr? Jemand, der euer Schicksal teilt. Getötet von der Klinge desselben Prinzen. Arthas. Ich starb, um dieses Monster aufzuhalten. Und erwachte verfolgt von einer mit meinem Gesicht. Diese Banshee. Seid ihr? Nein. Das kann ich nicht akzeptieren. Ihr Weg begann, wo eurer endete. Und ihr habt ihre Entscheidungen gesehen. Niemals, egal wie lange ich lebe, würde ich alles verraten, wofür ich stehe. Das könnt ihr unmöglich begreifen. Der Kerkermeister ist verschlagen.
Als mir klar wurde, dass ich sein Diener war, hätte es mich fast vernichtet. Bei euch dachte er auch, dass es euch zerstören wird. Hat er recht? Oder nehmt ihr dieses Erbe auf euch und sagt uns, wie er zu stoppen ist? Ihre Verbrechen sind unverzeihlich. Ja. Und sie... Verbrennt ihn! Ich muss mich den Konsequenzen stellen. Wir können nicht ändern, was ist. Und finden in Zukunft vielleicht niemals Vergebung. Doch nichts tun verdammt uns alle. Die Zeit drängt, Waldläufer-Generalin. Trefft eure Wahl. Ich habe getan, was ich konnte. Ja, sie hat sich entschieden, uns zu helfen. Und wieder zu versuchen, zumindest gut zu machen, was sie verbockt hat. Bei mir ist sie trotzdem unten durch. Oh. Schon seit einer Weile tatsächlich. Ja. So. Und vielleicht hatte Bane mit seinem Kommentar, dass es so vielleicht besser ist, gar nicht mal so unrecht, wenn man so bedenkt, was die sich jetzt mittlerweile echt für Feinde gemacht hat, ne? Und was er angerichtet hat und das Ganze. Kann ich das schon nachvollziehen, dass ihm nicht ganz so wohl dabei ist, mit dem Gedanken, dass sie wieder aktiv und bei Bewusstsein ist. Ja, aber wie du ja schon gehört hast, sie wird nun mal gerade gebraucht. Ja, klar. Sie ist die Einzige, die halt direkten Kontakt mit dem Kerkermeister hat, es überlebt hat und wieder einen klaren Gedanken halt hat. Ne? Ja. Und sie hat jetzt selbst gemerkt, dass sie Scheiße gebaut hat, die nicht mehr zu verzeihen ist. Ja. Aber mal schauen, wie das dann halt dann jetzt auch in der nächsten Erweiterung dann halt noch weitergeht, ne? Ob da überhaupt noch irgendwas kommt oder so. Also ich bin da auch mal gespannt. Ich bin gespannt, ja. So, Sylvanas Erfahrung könnte ein immanenter Teil von Anduins Schicksal sein. Kämpft für Azeroth. Mit dem Licht der Erleuchteten. Das Schicksal von Sylvanas ist nicht gerade von oberster Priorität für mich. Der Kerkermeister hat die Harmoniekanäle zerstört, damit wir ihm nicht folgen. Vielleicht besitzen die wissenshungrigen erleuchteten Mittler einige Informationen über diese Kanäle, die uns helfen. Doch die Hilfe der Mittler hat oft mehr als einen Haken. Tut, was immer sie verlangen. Wir müssen einfach mehr erfahren. Ohne die Erleuchteten können wir den Kerkermeister nicht besiegen. Ihr seid nicht so, unsere Gesetze haben Sereth Mortis äonenlang geschützt. Ich werde mich nicht von ihnen abwenden. Wir brauchen eure Hilfe. Blasphemie! Eure Einmischung ist mehr Fluch als Segen. Wir brauchen eure Hilfe. Womit kann ich helfen? Bittet nicht um Gefallen, die ihr nicht aufwiegen könnt. Sprecht. Wir brauchen Hilfe. Ich werde ihr helfe euch, wenn ihr mir helft. Älteste Ara, wir stehen in eurer Schuld. Was schlagt ihr vor? Eine Pilgerreise scheint mir vonnöten. Sereth Mortis birgt alle Antworten, die ihr sucht, wenn ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Die anderen Ältesten folgen einer strikten Interpretation, wie das Werk der Ersten zu ehren ist. Ich bin nicht so unflexibel. Letztendlich wollen wir doch alle dasselbe. Kehren wir dorthin zurück, wo ihr den Kerkermeister zuletzt gesehen habt. Ich gehe voraus. Stoßt vor Provis Espa zu mir. Ja. Entschuldigung, hier sind so viele Viecher gerade, dass ich dich nicht anklicken konnte. Gesegnet sollt ihr sein. Seht mal, wer da ist. Was für eine großartige Kreatur. Silo sagt, dass wir keine Ressourcen für ein weiteres meiner abnormalen Haustiere hätten.
Aber wir könnten Erne vielleicht so verändern, dass ich ihn behalten kann. Zwischen den Kreaturen und dieser Umgebung treten seltsame Interaktionen auf. Wir können ihn vielleicht kleiner machen. Ich kenne einen Ort, an dem wir unsere Forschung durchführen können. In der Nähe gibt es Blumen, chromatische Rosinen, die eine Reaktion auslösen könnten. Wollt ihr nicht vielleicht unterwegs ein paar von ihnen einsammeln? Was auch immer geschieht, geschieht. Entschuldigung? Habe ich gerade nicht mehr weitergemacht. Ach so, das da. Schattenrafte, ja. Naja, das ist dein Reittier, wo fehlt, nicht meins. Ich hab's schon. Ich habe auch die Rippen dafür gar nicht. Tja. Die chromatischen Rosinen. Ich habe erst chromatischen Rosinen gelesen. Ja, habe ich auch erst. Ich glaube, das Viech hat dich diesmal im Blick. Wirklich? Weil ich bin nicht rot. Ich habe auch kein Kreuz für Dingens. Wo ist das Kackding? Da! Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ein Röschen. Alter, ist ja gut. Ja, ich muss auch einsammeln. Ach so, die kamen aus der Blume. Ach so, ich ja, kein sorry. Ziel. Weiß ich nicht. Wusste jetzt ich nicht. Jetzt weiß es. Ja, wobei, da drüben ist ja schon das Nächste. Hallo, Viechers. Okay. Achso. Nein! Ach, du blöder Köder! Ja, hallo! Ich kann mittlerweile mit dem Jäger einfach nicht mehr spielen. Du rutschst wieder stückchenweise vor mir hinweg. Okay. Diesmal hängt bei mir aber gar nichts. Alles gut bei mir diesmal. Strange. Oh, falsches Tier. Das arme Ding. Der arme Vogel. Wieso? Ja, das war so ein kleines Vögelchen, wo du abgeschossen hattest oder so. Ach, mein Gott. Ich muss zuerst etwas anvisieren. La 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 la. La 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 la. La. La 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 la. La la. 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 Wie das aussieht bei dir. Wieso? Ja, ich hab doch gesagt, weil du dich nur so irgendwie sprunghaft immer so stückchenweise vorportest. So. Ui, 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 ui. Entschuldigung. Mal so gegähn heute. Ja. So, gibt Tamra die Blümchen. Bitteschön. Beobachte das Experiment. Vielleicht sollten wir noch mit ein paar anderen Testsubjekten experimentieren, bevor wir das an Erne ausprobieren. Nur weiter. Flora-Aroma. Vielleicht sollten wir nicht mit Erne herum experimentieren, ohne vorher die Effekte zu kennen. Behalte den Rest dieser Rosinen. Wir können mehr Experimente durchführen. Einige der Kreaturen beim Wasserfall sind zahm und kämen dafür in Frage. Lass uns herausfinden, ob unterschiedliche Kreaturen verschieden auf das Rosinenaroma reagieren. Und Mittlerbehälter. Ich habe schon ein paar eigene Experimente durchgeführt, bevor ihr gekommen seid. Die Tests sind aber nicht allzu gut verlaufen. Es hat sich gezeigt, dass einige Umgebungskomponenten die Kreaturen aggressiv machen könnten. Selbst einige der sanftesten Tiere wurden so zu Raubtieren. Ich habe den Behälter mit den Komponenten fallen gelassen und bin geflüchtet. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Oh Mann.
Na toll. Der Behälter muss sich irgendwo inmitten der Herde der fleischfressenden Zerviden befinden. Wenn diese Blumen nicht funktionieren, brauchen wir den Behälter für unsere nächsten Testrunden. Ah, Zeit wieder zu immer Ruhe. Diese Angsthasen überall, ey. Batzbumm. Da passiert ja nichts. Alles gut. Ach, zählt auch mit. Und ich brauche ein Ziel. Guck mal, ich habe Rippchen gekriegt. Schön. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ah ja, Treffer. Ich habe schon den Komponentenbehälter. Ich nicht. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich brauche ein Ziel. Jetzt habe ich ihn. Viel gut. So, da lang. Jo. Mein Popo. Mein Bob ist hier. Eingeschlafen. War müde. 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 Hier wird mit Totenkopf hier angezeigt. Ja, das ist die Qualle, wo unten im Wasser ist. So. Wo du angeln musst für. Da musst du ja den Köder erst herstellen, damit du den von unten runter rauslockst. Warte, ich kann dir den ja... Guck, da unten. Ganz da unten sitzt der in so einer Unterwasserhöhle. Ah. Okay. Siehst du ihn? Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Und damit der rauskommt, musst du halt erst den Köder haben. Und aber der Rare Mob ist halt dauerhaft angezeigt trotzdem. Ist das Gestampfe notwendig? So. Flora Aroma. Die Resultate scheinen mir nicht eindeutig zu sein. Mögt ihr finden, passt mit diesen fleischfressenden Zerviden auf, die beißen. Ach was. Ich habe gedacht, die knutschen mich ab. Ah, das ist auf jeden Fall hilfreich. Nehmt ihr mich das nächste Mal mit? Viele der Kreaturen im Bereich der Dimensionsfälle sind von ganz besonderen Auswirkungen betroffen. Lasst uns mit den Wasserfällen selbst experimentieren. Wir haben einzigartige Effekte durch die unterschiedlichsten Komponenten hier in Cerith Mortis feststellen können. Das könnte doch auch für das Wasser gelten. Sammelt etwas von den Fällen ein und sprenkelt es über die Kreaturen, um zu sehen, was passiert. Viel Spaß auf euren Abenteuern. Wie sammelt man hier jetzt was? Vielleicht unter den Wasserfall stellen? Ich weiß nicht mehr genau. Ah, ah ja. Ja. Besprinkelt Ernie. Bombard Junges.
Erstmal gucken, wo oder was Erne überhaupt ist. Ja, das Viech. Ach da, das hinter uns. Jörg. Oh, kann ich das zähmen? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Nö, schade. Ich kann das nicht. Ich hatte schon Hoffnung. Ich muss zuerst etwas anvisieren. War wohl nicht so erfolgreich. Ah, muss ich auch machen. Da steht übergreifiger Buffonit. Das ist bei mir ein Frosch. Ja, war es bei mir auch. Bei mir war es auch ein Frosch. Den, wo ich hatte, oder was? Ja. Okay. Das war unerwartet. Diese kleinen Duplikate von Erne waren nicht gerade freundlich. Irgendein Effekt der Fälle hat sie erschaffen. Sie sind nicht stabil. Habt ihr gesehen, wohin sie verschwunden sind? Wir müssen sie ausmerzen, bevor sie den anderen Tieren hier was antun. Kümmert euch drum, während ich eine neue Probe aus den Fällen besorge. Mögt ihr finden, was ihr sucht. Ja, immer wir. Wir sind immer an allem schuld und müssen immer alles ausbaden. Immer ich. Immer so klein dick mit dem Holzbein. Ja. Ui. Duplikat von... Einfach alle einsammeln. Achso, nur platt treten geht auch. Au. Quetsch, quetsch, quetsch. Das ist eine Schnecke. Ah. Ich hab alle. Wir müssen nur eine bestimmte Anzahl, nicht die ganze Höhle. Ja, ich glaube, ich hab alle. Ja, ich auch. Guck mal, ich bin lila. Ich bin ein lila Drache. Du bist die lila Pause. Nenn mich Liliane. Nenn ich lila Pause. Sollen wir uns unterhalten? Meine Güte, was ist denn mit euch passiert? Oh nein, was habe ich nur für ein Chaos an diesem heiligen Ort angerichtet? Seht, Erne fühlt sich zu euch hingezogen. Es fällt mir gewiss nicht leicht, aber ihr könnt euch besser um ihn kümmern als ich. Wenn wir diese Sache abgeschlossen haben, sollte er bei euch bleiben. Jetzt wissen wir wenigstens, dass die Fälle die Größe von Kreaturen verändern können. Versuchen wir es nochmal. Nehmt ihr mich das nächste Mal mit? Besprenkelt Erne mit Wasser. Wo ist jetzt Erne? Das kleine Wieschen da oder was? Ja, da. Da. Ach, da. Gesegnet sollt ihr sein. Es hat funktioniert. Danke nochmal für all eure Hilfe. Er gehört jetzt euch. Passt gut auf ihn auf. Bis zum nächsten Mal. Ja, jetzt haben wir ein Haustier, das ich nicht mehr nutzen kann, weil ich es schon habe. Das ist dann doof. Ja, wieso? Ich kann es für 30 Gold verkaufen. Ja. Süß. Guck mal, ist er nicht süß? Total süß. Wir sind lila und stolz drauf. Wir sind lila und haben Schluck auf. Es trägt die Kuh lila, vom Kopf bis Schuh lila. Ne? Ja. Gut. Warum wusste ich das irgendwie? Gönn dir. Ja, gönn dir. Ich habe kein Ziel. Toll, er hat Kokobock gesehen. Ihr entgeht mir nicht. Ich bin außer Reichweite. Das ist so weit entfernt. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Jetzt geht's ab. Wir prügeln die ganze Nacht. Ich muss das Minute zweit sind. Naja, es ist unter der Woche und relativ spät.
Und das ist auch nicht mal ganz so interessant. Bedenke, dass heute die neue Season angefangen hat. Die sind alle in ihren mythischen Innis. Oh, da kommt ein Captain Blaue Wolke. Ja, da immerhin. Ja. Da. Also die Hexenmeister mit Captain Blaue Wolke haben es hier wahrscheinlich noch einfacher. Ja. Die haben wenigstens so ein bisschen Tank vorne weg noch. Oh. Ich habe eine Faustwaffe bekommen. Hm, na schau an. Die ist süß. Ich bin nur nichts, weil ich keine Faustwaffe... Doch, kann ich Faustwaffen benutzen? Doch, du kannst... Ja, natürlich kannst du Faustwaffen benutzen, aber... das ist... ich weiß auch nicht. Ja, eben. Intelligenz, Ausdauer, kritische Treffer wird... Dann erst recht nicht, ja. Schade. So, Jordi Renordi. Oh, jetzt werden mir endlich mal die Dinge angezeigt hier, die Weltquests. Hallo, Vogel. Aber hat mich nicht gesehen. Oh, da oben ist auch dieser Atros. Ja, da fliege ich gerade hin. Ja, bis wir da sind, ist wahrscheinlich nicht. Wir sind unterwegs. So. Was schon besser? Hex? Die Späher berichten von einer furchtbaren Präsenz, die nördliche Insel. Guten Tag, die Herrschaften. Oh, hängendes Bild. Ja. Sind ein paar Spieler mehr jetzt gerade als sonst üblich. Übrigens, liebe Grüße an alle Spieler, die hier gerade mit uns dabei sind. Liebe Grüße gehen raus an jeden. Auch wenn ihr das wahrscheinlich sowieso niemals sehen werdet, aber trotzdem gehen die Grüße raus. Ja. Grüße an. Ich lese nicht alle vor. Nee. Ich bin außer Reichweite. Swordboss. Oh, manchmal habe ich hier so eine zuckende Grafik. Au. Die Heiler sind gut. Ach, das ist mittlerweile auch nichts mehr Besonderes hier, der Gute. Man ist irgendwie mal in den ersten 2-3 Wochen gestorben bei dem noch, weil der im Vergleich viel Damage gemacht hat, aber nachdem er hier eigentlich alles Maximum freischalten kann und dementsprechend auch noch hier viele mit Mythisch und Co. und du auch an teilweise Schlachtzugausrüstung kommst, außerhalb vom Schlachtzug, wenn du es richtig anstellst, ist der eigentlich nicht mehr ganz so eine böse Herausforderung. Für mich halt schon, ja? Ja, weil du hier auch noch nie warst. Das ist ja auch was anderes. Genau. Brutzel, da heißt einer Brutzel. Liebe Grüße, Brutzel. Ich hab Jinkpei gerade gesehen.
Brutzel für mich mal was Leckeres mit. Zum selber kochen ist mir aktuell zu warm. Oh, das Frau Öhrchen ist tot. Öhrchen? Ja, das ist Frau Öhrchen, oder? Ja, Frau Öhrchen. Ja, Frau Öhrchen. So, danke schön. Oh, ich habe die Alpaka-Seele gekriegt. Geil, danke schön. Ich auch. Ja, die Alpaka-Seele ist übrigens eine Belohnung von Weltbossen. Die kann jeder Weltboss droppen. Also zum Beispiel auch der Weltboss im Schlund oder halt die von den verschiedenen Shadowlands-Gebieten. Mhm. Die können alle die Alpaka-Seele droppen. Müssen nicht, können. Und haben, glaube ich, eine relativ hohe Drop-Chance tatsächlich. So. Dankeschön, dass du mich gerade abgeschmissen hast irgendwie. Hä? Ja. Bist du jetzt tot? Nein. Oh. Aber du hast mich aus der Instanz geschmissen und damit halt auch von deinem Rücken runter. Ich bin eigentlich nur aus dieser Instanzgruppe gegangen. Normalerweise ja, dürfte... Ja, du hast mich mit raus... Wie wär's, wenn du auch aus dieser Instanzgruppe mal rausgehst? Ja, ich bin jetzt draußen. Normalerweise fliegt man nicht aus der ganzen Gruppe raus, sondern fliegt eigentlich nur aus der Instanzgruppe raus, ist dann aber in der gewöhnlichen Gruppe noch drin. Ja, scheinbar da jetzt nicht gerade. Das ist sehr strange. Ich stehe jetzt hier hier unten und kann mich nicht bewegen, weil ich sonst einfach nur runterstürze. Ins Licht. Hallo. Ja, da hast du doch mal Glück, dass dieser Fels da war. Hm? Ja. Hallo, so einsam und verloren. Hallo. Komm, ich nehme dich mit. Und ich habe da irgendwo so eine schlundgebundene Truhe gesehen. Hätte ich mich hier in den Tod stürzen müssen. Eine Schlundi-Truhe. Gönnung. Kommt man aber dran? Ja. Ja, ja, klar. Platsch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh. Ich will da hoch. Ich nicht. Da. Huch. Ach ja, stimmt. Hier ist so eine winzig kleine Scheißecke, wo man nicht aufmounten darf. Okay. Ja, auf diesen Ketten hier. Ich weiß nicht, was das soll, aber ich bin hier schon mal gestorben, weil ich kilometerweit oben drüber entlang geflogen bin, hier drüber geflogen bin und dann abgestürzt bin, weil ich auf einmal nicht mehr fliegen konnte. Und das übrigens auch in der Druidengestalt. Ich krieg bitte einfach weiter. Sag mal, willst du das Viech nicht looten? Kleinvieh macht auch Mist. Oh. Ja. Ich brauche ein Ziel. Fliegende Viecher sind furchtbar. So, jetzt aber. Ja. Nix wie weg. Bitte. Bevor das nächste Viech auf die Idee kommt. So, wo müssen wir jetzt hin? Verbündeten geholfen. Hier. Irgendwo quer oben drüber. Nee. Hier ist nichts bei mir mit den Verbündeten geholfen. Ja, das sind diese Dinge. Dieses spezial wöchentliche Dingensbummens. Ja, nee, den greife ich nicht alleine an. Das ist mir zu doof. Sonst auch kein Schwein da. Was haben wir hier unten? Ach, das sieht aus wie der Kern oder der Käfer. Genau. Kennst du den noch? Ja. Der macht Nebel und dann einfach aus dem Nebel rausziehen. Ich muss näher ran. Ach, guck, da kommt schon der nächste. Klavum. Klavum. Ich vergesse immer, dass ich nah ran muss.
Komm her. Komm, put, put, put. Hä? Irgendeiner tankt ihn da rein. Ich muss näher ran. Ach ja, jetzt hat er ja eh das nicht mehr. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Batz, 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 bum, 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 bauf, bauf, bauf. Oh, was ist das für ein Viech? Ich muss immer noch meine Seelen irgendwann mal abgeben, alle. Ja, ich auch. Mach da nichts raus. So, die dort Schmiede. Unten wimmelt's nur so. Beeindruckend, nicht wahr? Von Verschlingern. Aber ihr schafft das, nicht wahr? Überreste der Ersten. Einige Überreste der von den Schlundgebundenen verursachten Zerstörungen finden sich vielleicht noch in Provis Espa. Diese Überreste liefern uns gewiss einen Hinweis, wie sich dieser Kerkermeister verfolgen lässt. Gehen wir gemeinsam auf diese Jagd. Ich erkenne die Magie der Ersten, wenn wir uns in der Nähe befinden. Stopp. Der nächsten Folge. Ja, jetzt kann ich diese eine Quest auch noch mitnehmen. Ja, mach schnell. Verschlinger haben Provis Espa überrannt und schwirren überall herum wie hungrige Vespiden. Sie zerstören dort alle Automas, was ganz und gar nicht im Sinne der Ersten ist. Es wird Zeit für eine Läuterung. Vernichtet einige von ihnen zu unserer Sicherheit und zum Schutz der natürlichen Ordnung. Lebt wohl. Und das gibt's jetzt in der nächsten Folge. Also tschüss.